Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Hearts. Der nächste, wahrscheinlich sogar der letzte Part. Der gute Chris, ich tue mal seinen Kommentar hier einblenden, hat mir einen kleinen Tipp gegeben, der mir auf jeden Fall weiterhelfen wird. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich das Spiel auch gar nicht mehr gespielt, weil ich wusste halt auch überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Und zwar kann man ja unten im Wohnzimmer die Uhr einstellen. Und er hat gesagt, hier im Billardzimmer sieht man ja hier bei diesem Ausstellungsding oder bei diesem Halterungsding, sieht man ja die Billardkugeln angeschrieben mit Stunden, Minuten und Sekunden. Hm? Und das werden wir mal probieren, in der Uhr einzugeben und schauen, ob wir da ein bisschen weiterkommen damit. Ich habe mir das schon notiert, das wäre 161, gell? 535. So. Und bin ich mal gespannt, was dann passiert, wenn wir das machen. Ja, wie gesagt, ich wäre da halt wahrscheinlich jetzt nicht drauf gekommen oder ich hätte wahrscheinlich sehr, sehr lange gesucht. Aus dem Grund, vielen Dank dafür, dass du mir da auf jeden Fall weitergeholfen hast. Ansonsten hätte es halt wirklich jetzt wahrscheinlich keinen anderen Part gegeben. So, was haben wir denn? 16.15 Uhr und 35. Okay, schauen wir mal. 16.15 Uhr, 35. Ist der Sekundenzeiger? 35. 16.15 Uhr und 35. Ah, sehr gut. Dann haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen. Okay, gut. Wir haben ja einige verschlossene Türen, müssen wir nochmal schauen. Oh, tipptopp. Kommen wir in den Keller rein. Was haben wir hier? Die ist noch verschlossen. Gehen wir mal gucken, was uns hier unten erwartet. Eigentlich nicht so viel. Ah, wir haben ja... Ah, die kann man benutzen. Bringt aber... Ah, jetzt passiert das schon wieder. Mann, Mann, Mann. Bringt das was, die zu drücken? Hier haben wir auch noch einen. Okay. Sehr schön. Dann kommen wir hier in den... Remember the way and never forget. Also merke den Weg und tu ihn niemals vergessen oder tu ihn nicht vergessen. Wieso sollen wir uns... Oh. Ist das jetzt ein Labyrinth hier? Okay. Okay. Laufen wir mal. Er wartet uns sicher noch hinter irgendeiner Ecke, irgendein Centauri oder irgend sowas. Ui, okay, das ist gar nicht eine Sackgasse. Ich glaube, hier kann man sich auch vor allem bei der Dunkelheit noch relativ schnell verlaufen. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Mit einer richtig guten Soundkulisse, ja? Oh, hier geht's glaube ich lang. Dann wäre das auch einen kleinen Ticken gruseliger. So auf meiner Gruselheitsskala würde ich sagen, so irgendwie eine 2, eine 3 von 10 ist das ungefähr, wenn 10 so das Maximum ist. Kommt da noch sicher gleich ein Jumpscare oder irgend sowas? Nicht? Das erinnert mich gerade an Mario 64 bei Bowser, wo wenn man noch nicht genug Steine hat, die Treppe hochgeht und die niemals endet. Oh. Nee. It's just a prank, bro. Ohne Scheiß, es stehen einfach die zwei Kiddies da. Nee, ernst jetzt, Leute? So Bastard, ey. Okay. Das heißt, hier ist auf jeden Fall der falsche Weg gewesen. Wie gesagt, es erinnert mich auf jeden Fall an die Treppe von Mario. Ah ja, genau, gut hier. Ich dachte schon, hä? Was ist denn jetzt los? Das heißt, wir müssen jetzt woanders lang gehen. Hier ist, glaube ich, der Anfang gewesen, oder? Ja, genau. Oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, wie soll man sich denn den Weg merken? Ah, hier war der Anfang, genau. Gehen wir mal hier. Ja, der Sackgasse. Gehen wir mal rechts hier. Bei so Labyrinthen oder so Sachen habe ich mir immer so angewöhnt, dass ich meistens immer, um mir einigermaßen den Weg merken zu können, probiere immer eine Richtung zu gehen. Also meistens immer, wenn möglich, zum Beispiel jetzt hier, zum Beispiel probiere ich es jetzt aus, immer nach rechts. Immer nach rechts, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, dann halt nach links. So könnte man im schlimmsten Fall auch wieder zurückfinden.
Muss man halt einfach beim Rückweg, muss man halt einfach umdenken, ne? Da immer nach links. Sind wir richtig? Ist das richtig hier? Ui, also das ist echt nicht ohne. Hier ist ein bisschen was. Da geht's nicht rein. Sackgasse. Dann hier wahrscheinlich, oder? Oder sind wir jetzt von hier gekommen? Oh, jetzt habe ich mich verlaufen. Scheiße. Oh! Haben wir hier so eine Art Folterkammer oder so, ha? Huh? Dann haben wir hier ein Buch. Was ist denn das? Folgt. Oh shit, das Ding folgt uns. Okay, 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 okay. Und jetzt? Raus oder was? Nein, bin ich falsch. Ich bin falsch, glaube ich. Ich glaube hier rein, oder? Scheiße, ich weiß nicht mehr wo lang. Okay, okay. Sackgasse. Oh, ich hoffe, wir sind schneller. Ey, ich hoffe, ich bin richtig. Ich bin jetzt immer links am Laufen. Wir sind draußen, oder? Kommt das Vieh? Ich glaube nicht, oder? Das kommt ja gar nicht. Doch, das kommt noch. Okay. Und das sagt uns jetzt was? Die Lichter sind aus. Ich sehe ja gar nichts. Oh, okay. Da ist immer noch zu. Oh, jetzt ist das Haus im Dunkeln. Jetzt haben sie endlich mal gecheckt, dass man da mal Musik benutzen kann. Jetzt könnten wir höchstens mal schauen, ob oben die Tür, wo jemand dagegen geschlagen hat, ob die offen ist. Hier ist ein bisschen Staub in der Luft, meine Lieben. Muss mal ein bisschen abgestaubt werden. Nee, da kommen wir nicht rein. Hier war, glaube ich, gar keine Tür. Nee. Ist hier irgendwo was? Ah, warte, vielleicht. Jetzt geht die auch auf. Okay, wo geht's da hin? Auf den Dachboden. Das sind immer so die zwei gruseligsten Orte bei irgendwelchen Horror-Games oder Horror-Spielen. Der Dachboden und die, und der Keller. Was findet ihr eigentlich gruseliger? Dachboden oder Keller? Ich glaube, der Dachboden ist. Ich persönlich finde den Dachboden, glaube ich, ein bisschen gruseliger. Eine Schreibmaschine, okay. Überall Nägel. Eine Schatzkiste. Können wir aber nichts machen. Aber sonst? Oh, eine Leiche. Und eine Tür. I need something to open this door. Wir brauchen was, um diese Tür zu öffnen. Okay. Ja, der Schlüssel, oder? Kriegen wir damit die Tür auf? Nee. Okay. Und, auf dem Dachboden ist hier vielleicht noch irgendwo was? Ah, da haben wir Werkzeug, guck mal. Jetzt startet auch noch Kingdom Come Deliverance. Oh, nee, komm. An der Stelle, Leute, guckt meine Kingdom Come Deliverance Videos. Ich tue das schnell mit dem Taskmanager schließen. Nee, da können wir nichts machen. Oh, bitte müssen wir nicht wieder in den Keller, in dieses scheiß Labyrinth und jetzt irgendwas finden, um diese... Oh, Mann. Oh, wir kommen gar nicht raus. Was ist denn hier los? Hä? Oh, da kommt schon wieder dieses Mistvieh. Jetzt ist plötzlich offen. Okay. Hä? Was macht der denn? Als ob. Als ob das Ding jetzt da lang kriecht.
Okay. Easy. Warte, unten war doch noch so eine verschlossene Tür. Vielleicht müssen wir da rein. Wir brauchen was, um die Tür aufzukriegen. Am besten irgendwie so eine Brechstange oder so, ne? Warte, wo war das gewesen? Hier. Nee, beim Keller. Hier geht die Tür auf? Ja, Leute, wir kommen gut voran. Das hier. Perfekt. Und jetzt? Oh, wir haben noch einen Brief gefunden. Ich schmeiß das Spiel gleich gegen die Wand, auch wenn ich es nicht physisch habe. Jetzt habe ich mich erschreckt. Was war das denn gewesen? Jetzt müssen wir wieder auf den Dachboden. Hab ich gar keine Lust drauf. Aber gut. Warte, hier war das gewesen, ne? Genau. Und jetzt? Hier. Ich hoffe, da oben wartet, dann ist wieder dieses komische Mädchen auf uns. Aber nein, es ist ja am Boden lang gekrabbelt unten. Der ist schon ganz schön verwest hier. Ah, tatsächlich, das funktioniert sogar. Ui, was haben wir hier? Eine Puppe. Und wieder eine Spielkarte, cool. Zeig mal her, was haben wir hier? Die 7. Ja, dann brauchen wir jetzt aber trotzdem noch dieses Ding, was wir da einsetzen können, ne? Da geht nichts. Hä? Ah, hier ist es. So, jetzt. Jo, jetzt ist klar. Jetzt müssen wir eigentlich wieder durch den Kleiderschrank unten. Zu diesem Rätsel. Und. Genau, und dann müssen wir eigentlich die 7 da noch eingeben. Da müsste sich die Tür auch öffnen. Hier hoch, oder? Genau. Guck mal, da ist unsere Treppe, liegt da was. Aber können wir nichts machen mit, ne? Nee. Das ist den Entwicklern wahrscheinlich runtergefallen. Ist es... Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das blöde Ding da einsetzen. Oh Mann! Da einsetzen können. Ah, ist schon. Ist die 7, ne? Haben wir gesagt. 7. Ah. So ein Sadomaso-Zimmer. Ein toter Polizist. Da könnt ihr euch die Briefe durchlesen, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr Stopp drücken, schnell. Was haben wir hier? Oh, Mann! Jetzt haben wir anscheinend irgendwas geopfert. Oh, wir sind fertig. Das sind wahrscheinlich so eine Art Geister. Ich hätte die Briefe vielleicht doch lesen sollen. Hätten wir es auch gewusst. Wahrscheinlich irgendwie so eine Art Exorzist oder so. Keine Ahnung. Wir kommen raus. Oh. Wir sind durch. Super. Danke nochmal an der Stelle an Chris. Nochmal wirklich vielen Dank. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Und ja, was soll ich sagen zu dem Spiel, ne? Ist okay für die 2 Franken, die ich bezahlt habe. Und ja, Atmosphäre. Wie gesagt, so 2 von 10 würde ich jetzt für das Spiel geben. So eine 3 von 10. Ja, ein paar Jumpscares waren einfach dabei gewesen. Das ist so das Billigste für mich, finde ich, um jemanden zu erschrecken. Aber gut, trotzdem ist erledigt und das finde ich jetzt gut. Vielen Dank, Leute, dass ihr bisher geschaut habt und ja, bewertet das Video ruhig und an der Stelle guckt euch auch meine anderen Videos an. Zum Beispiel Alien Isolation läuft gerade auf meinem Kanal oder Kingdom Come Deliverance oder was habe ich noch? No Man's Sky, die tue ich mal alle oben rechts in der Infokarte jetzt verlinken. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, nochmal vielen Dank, dass ihr bisher geschaut habt. Habt einen schönen Abend. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Euer Nier, haltet die Ohren steif und ciao.